don't know. We have ideas. We, from what we saw, he wasn't alone. He had someone with him because the second can of tear gas didn't come from his side. He was completely dressed in black, head to toe. From what we saw, it seemed like he had something over his face, probably to prevent him from breathing it in. And we can only assume that someone got him in because whatever he was wearing seemed thick, so I don't think he would really, I think he'd stand out in the crowd. Agent Nummer 1, hier bezeichnet als Hitman 1, fährt mit dem Fluchtauto zum Kino und stellt es auf dem seitlichen Parkplatz des Multiplex ab. Er kauft eine Eintrittskarte für den Film Batman The Dark Knight Rises, Batman die Auferstehung des Schwarzen Ritters, und setzt sich ins Auditorium 9 des Kinos. Er sitzt ganz rechts, kurz hinter der ersten Reihe neben dem Notausgang. Er bekommt einen Handyanruf von Agent Nummer 2, woraufhin er aufsteht und zum Notfallausgang geht. Ein Zeuge namens Corbin Dates sieht, wie er in das Handy spricht und dabei die Tür mit seinem Fuß aufhält. Ohne, dass der gewöhnlich mit dem Öffnen von Notausgängen gekoppelte Alarm ausgelöst wird. Er drückt den Türstopper bei halb geöffneter Tür nach unten und eröffnet so den Zugang für Agent Nummer 2 zum Auditorium. Agent 2 stellt James Holmes' weißen Hyundai Coupé neben dem Notausgang des Auditoriums Nummer 9 ab, mit dem unter Drogen gesetzten, siehe später, James Holmes als Passagier auf dem Beifahrersitz. Agent 2 trägt volle Nahkampfschutzmontur. Die Gewehre, Munition, Gas, Kanister und Maske liegen im Kofferraum. Er ruft Agenten 1 an und bekommt seinen Einsatzanruf. Agent 2, hier als Hitman 2 bezeichnet, verlässt den Hyundai und lässt James Holmes im Auto zurück, öffnet die Heckklappe und bewaffnet sich für den Einsatz. Er legt die Gasmaske an und bewegt sich 20 Minuten nach Beginn des Films, bewährt mit Gaskanister und Bewaffnung durch den Notausgang in das Kino, schmeißt den geöffneten Gaskanister in die Menge und feuert einen Schuss in die Luft ab. Dieser Schuss versetzt die Menge in tödliche Panik und lässt sie alle, die Flucht ergreifend, aus ihren Sitzen aufspringen. Damit machen sie sich zu leichten Zielscheiben. Agent 1 verlässt das Kino durch den Notausgang und begibt sich zum Fluchtauto, hier als Getaway Car bezeichnet, in dem er nun wartet. In den folgenden 90 Sekunden leert Agent 2 die Magazine seiner Gewehre in die vor Panik kreischende und total orientierungslose Menge, wobei er 12 Menschen tötet und 58 weitere verletzt. Daraufhin rennt er durch den Notausgang zum weißen Hyundai zurück, wobei er eine Blutspur hinterlässt und Teile der Kampfausrüstung auf dem Weg verstreut. Der Schütze behält weiterhin seine Gasmaske auf, um sich der Identifizierung durch die Sicherheitskameras, die an den Ecken des Multiplex angebracht sind, zu entziehen. Nachdem der Schütze unter der Kamera hindurch ist, schmeißt er die Gasmaske weg und rennt um die Ecken zum Fluchtauto, wo Agent 1 auf ihn wartet. Die zwei Agenten oder Hitmen flüchten unerkannt. In dem Wagen, zu dem wie bei einer sauber ausgelegten Schnitzeljagd etliche Blut- und Waffenspuren führen, lassen sie James Holmes zurück. Dieser lässt sich kurz darauf am gleichen Ort widerstandslos von der Polizei verhaften.
achten ist dieser Artikel nicht nur bei dieser Zeitung, auch bei anderen Zeitungen erschienen. Der Anwalt bezeichnet den Attentäter als psychisch krank und möchte, dass er untersucht wird. Der Attentäter, der mutmaßliche Attentäter, hat immer noch einen apathischen Blick, weit aufgerissene Augen und ist schläfrig. Das dürften weiterhin dann Nachwirkungen von Scopolamin sein, wenn es das war. In den USA allerdings hat bereits kurz nach dem Attentat Obama die ersten Anstrengungen unternommen, um die amerikanische Zivilbevölkerung möglichst zu entwaffnen. Das ist ja nicht der erste Anlauf, aber das gibt natürlich nun einen weiteren Grund, eben dieses Attentat, von wem auch immer das begangen wurde.